Hallo Freunde. Unsere Psyche kann durch viele Dinge stark beeinträchtigt werden. Und nicht selten fühlen wir uns in diesen Situationen von unseren engsten und liebsten Menschen verraten und verlassen. Auch die 17-jährige Kimberly Robles musste so ein belastendes Erlebnis durchmachen. Ein Erlebnis, das ihr Leben für immer veränderte. Juni 2017 in der Provinz Albay in den Philippinen. Ein junges Mädchen mit dem Namen Kimberly Robles verspürte im Bauchbereich plötzlich Schmerzen. Zuerst dachte sie sich nichts dabei und redete sich ein, dass die Schmerzen schon bald wieder weg sind. Und genau das passierte auch, der Schmerz verschwand. Doch in den folgenden Tagen fing ihr Bauch an zu wachsen. Der Wachstum ihres Bauches führte sogar dazu, dass die junge Kimberly anfing auszusehen wie eine schwangere Frau. Menschen, die in einem kleinen Ort leben, wissen ganz genau, dass egal was man macht, wohin man auch geht und was auch immer man sagt, jeder im Ort bekommt es mit. Wenn man in so einem Ort lebt, ist es so gut wie unmöglich, eine äußerliche Veränderung zu verheimlichen. In genau dieser Situation befand sich Kimberly schon nach kurzer Zeit. Doch das war für sie nicht das Schlimmste. Das Gerücht, dass die 17-Jährige schwanger ist, verbreitete sich wie ein Lauffeuer unter den Leuten. Überall, wo sie hinging, wurde sie gefragt, ob sie schwanger ist und wer der Vater ist. Diese Fragen machten sie immer wieder aufs Neue fertig, denn sie hatte keinen Freund. Immer wieder bestritt sie, schwanger zu sein, und nicht selten mit Tränen in den Augen. Die Gerüchte gingen sogar so weit, dass ihr Vater den Verdacht bekam, sie würde ihren Liebhaber verheimlichen und sie sei tatsächlich schwanger. Er fühlte sich in seinem Verdacht bestätigt, da ihr Bauch immer weiter wuchs. Er konfrontierte seine Tochter. Er wollte den Mann sehen, der seine Tochter geschwängert hat. Doch sie stritt weiterhin ab, einen Liebhaber zu haben und schwanger zu sein. Der Vater nahm sie am nächsten Tag mit und ging mit ihr ins Krankenhaus, um die Wahrheit herauszufinden. Er sagte ihr noch, dass sie oft genug die Chance hatte, die Wahrheit zu sagen. Wenn sich herausstellt, dass sie gelogen hat, würde es schlimme Konsequenzen haben. Kannst du erkennen, was hier falsch läuft? Sie leidet schon seit Tagen und niemanden kümmert es. Sollte in solch einem Fall keine Schwangerschaft vorliegen, ist ein Krankenhaus die erste Anlaufstelle, wenn man einen Menschen vor sich hat, dessen Bauch plötzlich wächst. Um die Gesundheit seiner Tochter machte sich der Vater in diesem Fall weniger Sorgen als um den Klatsch, den die Menschen in seiner Umgebung verbreiteten. Sie gingen also ins Krankenhaus und der Arzt ordnete sofort nach einer kurzen Untersuchung einen Ultraschall an. Als sie sahen, was im Unterleib der 17-Jährigen vor sich ging, waren sie wie eingefroren. Es sah aus wie ein Lebewesen, doch es hatte keine Ähnlichkeit mit einem Menschen. Es war eher eine Kreatur, die einem Meereslebewesen gar nicht so unähnlich war. Die Ärzte sagten, dass sie so etwas noch nie zuvor gesehen haben. Der Vater und das Mädchen zeigten, als sie wieder zu Hause ankamen, allen Menschen die Ultraschallbilder, um zu beweisen, dass sie keine heimliche Beziehung hatte. Jeder war geschockt und nur kurz darauf verbreitete sich ein neues Gerücht. Es war die Rede davon, dass das junge Mädchen von einer fischartigen Kreatur schwanger war. Tatsächlich wurde in diesem Ort den Frauen früher gesagt, dass sie von einem Aal schwanger werden können, wenn sie mehr ihre Unterwäsche waschen. Die willkürlichsten Gerüchte verbreiteten sich also rund um das Mädchen. Aber das Einzige, was wirklich der Wahrheit entsprach, war die Tatsache, dass etwas in ihrem Bauch ist, wie man auf den Ultraschallbildern sehen konnte. Um herauszufinden, was es nun wirklich war und um das Problem zu lösen, gingen Vater und Tochter erneut ins Krankenhaus. Dieses Mal konnte der Arzt es genau erkennen. Es war kein Fisch oder ähnliches. Der Arzt sagte ihnen, dass es eine große Zyste ist. Eine Ovarialzyste, um genau zu sein. Es ist ein sackartiger, mit Flüssigkeit unterschiedlicher Konsistenz gefüllter Hohlraum oder ein Geschwulst. Was wir in dieser Geschichte mitbekommen, ist nicht nur ein junges Mädchen, die Körperliches durchmacht, sondern auch Belastungen der Psyche hinnehmen muss. Es wurden immer wieder Gerüchte über sie erzählt. Sie musste mit der Angst fertig werden, irgendeine fremde Kreatur im Bauch zu haben. Und das Schlimmste, wie ich finde, sie wurde von der Person, der sie wahrscheinlich am meisten vertraute, im Stich gelassen. Viele Menschen warten regelrecht auf die Gelegenheit, genüsslich über die Mängel oder Eigenarten anderer zu sprechen. Sie sehen meist sogar gar nichts Falsches darin. Doch solch scheinbar harmloser Klatsch kann das Leben einer Person schnell mal im negativen Sinne verändern. Ich weiß nicht, wie oft man diesen Spruch schon gehört hat, aber im Grunde kann er nicht oft genug ausgesprochen werden. Behandle andere stets so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Was hältst du von diesem Thema? Und kennst du vielleicht einen ähnlichen Fall, bei dem eine Person von den wichtigsten Menschen im Stich gelassen wurde? Wenn ja, dann teile es uns doch in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.